Hört sich zwar interessant an, aber diese ganze Gefühlsduselei ist nichts für mich. Wäre ja auch peinlich. Was? Trommelwirbel! So ganz allein beim Uferbekenntnis aufzukreuzen. Oh, verstehe. Ja, ist klar. Möchtest du mit mir gehen? Nein, Papagno! Oder? Noch nicht. Nicht? Was dann? Erstmal gucken, ob wir Hinweismünzen finden. In der Mülltonne rechts. In der Trillmonne. Blub. Da ist was in dieser einen Lampe okay, über und im O-Ton. Ringo. Okay. Bling. Und sonst denke ich mal, ist nirgendwo was, aber wir können ja noch gucken, von wegen Universität oder so. Nee, sonst gibt's anscheinend nichts. Okay, Papagno? Papagno. Papagnos, Papagnos! Ah, Sie möchten ein Papagno kaufen? Wenn Ihnen dieses Papagno nicht gefällt, habe ich auch noch andere. Ich habe jede Menge Papagnos für Sie. Ah, danke, aber... Nein, danke. Sie wollen mein Papagno nicht? Gut, wie wäre es dann mit noch einem Rätsel? So, und wieder. Ja, aber diesmal gewinne ich wieder. Das ist dann meine Ausrede. Ja. Das wäre gemein. Ringer werfen. Aber er weiß genau, dass das gegen meinen Stolz geht. Ja, ich meine, so wie du mich manchmal in Kahuna fertig gemacht hast. Und den Daumen catchen. Und den Daumen... Naja... Nicht richtiges Daumen catchen, aber... Aber wir sind da schon manchmal sehr krass. Wollen wir das auch mal zeigen? Das geht ja dann. Moment, Nee, geht ja nicht damit. Nee, nicht da. Und unser Daumen-Kitchen. Genau. Daumen. Wieder. Das kann aber nicht wahr sein. Und wieder. Okay, ich gebe auf. Ja. Dafür mache ich dich in dem Rätsel fertig. Ganz sicher nicht. Okay, hier. Herangetreten und mitgespielt. Versuche dich im Ringe werfen. Aber es ist Ringwerfen mit einem Kniff. Nicht nur müssen die Ringe über den Stiften landen, sondern du musst auch je nach ihrer Farbe eine unterschiedliche Anzahl an Ringen um die Stifte werfen. Ach du Scheiße. Verwende die 4 Ringe um einen Ring um jeden blauen Stift, 2 um jeden grünen Stift und 3 um jeden roten Stift zu platzieren. Mhm. Okay, geht los dann. Warte mal, bei Rätseln, bei denen du beziehen musst, brauchst du das Objekt, oder so eine Zahl, ja. Mhm. Ey, du hast schon angefangen, wo ich schon noch gelesen habe. Oh, Entschuldigung, ich dachte, wir machen das einfach. Nein. Oh. Das war gemein, weil ich habe noch vorgelesen. Ach so, das wusste ich nicht, dass du die... Okay, dann zählen wir das nicht. Nee, aber ich bin jetzt voll im... Battle-Modus, weil, ja, ich im Rückstand bin. Ich habe noch vorgelesen, das ist unfair. Mann, jetzt ihr kann müsst ich zugeben, das war unfair. Ich habe noch vorgelesen. Ja, Entschuldigung, ich habe da gar nicht mehr zugehört. Ich war voll, ja, wie gesagt, weggetreten. Ja. Es war auch nicht schwer einen oder Ring so. Ein Ring um jeden blauen. Ja. Du hast sicher trotzdem gewonnen. Wir können ja die Zeit stoppen. Du musst das jetzt ganz schnell machen. Und dann wird im Nachhinein nochmal... Nein, weil ich mache mir jetzt gar nicht eine Hetze. Oh. Weil das eh nicht gezählt wird, weil du Unfall warst. 12 gegen 8 wegen Cheaten. Von mir aus? Hauptsache 12 gegen 8. Nee, 12 gegen 7. 12 gegen 7. Oh, die Jury sagt zählt. Nö. Oh. Zählt nicht. Okay, Abstimmung. Zählt's oder nicht? Nee. Weil das war voll unfair, weil wir haben uns geeinigt, dass wir zur selben Zeit starten. Ja, und ich habe gerade gesagt, okay, dann los. Ich habe das gesagt. Ich habe das wirklich gesagt. Ihr habt's ich gehört. Ich war auch noch am wissen, wie es funktioniert. Ach komm, zählt's. Nee. Yeah. Zählt gar nicht. Dann nicht, oder? Ja, okay, wenn ihr das sagt, dann zählt's halt. Eine sagt, zählt nicht, also du hast zumindest jemanden auf deiner Seite. Ja, was? Ja.
Oh, tut mir ehrlich gesagt. Vor allem, die sehen ja nicht, dass ich noch hier gemacht habe. Oh, ganz schlechter Wortwitz hier. Du bist der Herr der Ringe. Toll gemacht. Ja. Das habt ihr echt toll gemacht, ihr Übersetzer. Ja, so, ja. Weiter. Lord of the Rings war es bestimmt dann wirklich im 7:13, weil ich geschummelt habe? Nö. Ja, würde ich gut finden. Nö, also das wäre dann auch... Ja, okay, ich habe nicht damit nicht gerechnet. Ja, nee, das würde ich habe nicht damit gerechnet, dass du das noch... Nee, würde ich nicht machen. Ich würde einfach sagen, okay. Okay, aber nächstes Mal sind wir uns einig, wenn da noch Tutorials kommen. Oder am besten so runterzählen. Ja, runterzählen finde ich. Das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Es ist echt schwierig. Also Kira wird anscheinend dann... Also ich würde sagen, machen wir für jeden einen Punkt, weil war ja eigentlich ziemlich leicht das Rätsel und wir haben es beide also, ungefähr gleich schnell gehabt. Genau, also 13, 8. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt führe ich für Sie meinen ganz besonderen Popo-Tanz auf. Ich meine den Po-Boogie-Woogie. Popagno. Popagno-Tanz. Der geht so, schauen Sie. Pop, pop, popo. Pop, popo, popo. Popagno. Popo. Ja. Sogar mich würde es auf die Schnauze legen, wenn ich das probieren würde und ich habe ein paar Ersatzbeine. Als kleiner Junge in Sangrio war ich der beste Popagno-Tänzer und der ganzen, in der ganzen Nachbarschaft. Und der beste Pokémon-Trainer. Ja, Pokémon-Jo. So, Pokémon-Jo. Ja, Putik. 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 Kling. Was schön. Ich mag den Rocken. Schaut euch nur das Angebot hier an. Komplette Outfits, Hüte, Accessoires. Hier würde sicher alles perfekt stehen, Miss. Vor allem gar nichts. So gern ich mich auch umziehen würde. Die Ermittlungen haben derzeit Vorrang. Umziehen oder umsehen? Umsehen, okay. Ich dachte jetzt, ich wusste nicht, ob das Absicht war oder... Wäre aber cool gewesen. So gern ich mich auch ausziehen würde. Nein. Okay. Fragen wir mal, ob jemand was weiß. Alte Dame! Aber die da hinten sieht auch, könnte auch die. Nee, das ist eine Kundin. Wollen wir sie mal. Erstmal umschauen. Ich probiere oben im. Ah, Hinweismünze oben in dem Kronleuchter. Ich muss schon sagen, die Dame, die diesen Laden führt, hat wirklich eine Menge Hüte im Angebot. Im Hut an der Stange den weißen oder den beigen. Mit einem Hut sehen meine Ohren dämlich aus, ansonsten würde ich mir natürlich einen schnappen. Der Hut? Ha? Hüte sind gerade absolute Mode. Jeder, der etwas auf sich hält, trägt einen Hut. Ja, auf sich hält. Der weiße Hut und dann den Spiegel. Erst der hier? Ja. Ja gut, der ist aber wirklich weiß. Ja, und dann Spiegel. Hast du das, aber du hast doch das dann heute auch gespielt? Ja, das ist beige. Das sah für mich immer noch weiß aus. Ich dachte, das liegt vielleicht an meinem Bildschirm, aber wenn du immer noch drauf bestehst, dass das beige ist, liegt es halt an mir. Hm, ein großer Spiegel. Mal sehen. Das habe ich gesehen, Shirl. Du hast dich im Spiegel angeschaut. Wolltest sicher gehen, dass dein Fell glänzt und deine Ohren schön hängen musst? Nein, ich wollte nur sehen, ob vom letzten Mal Gassi gehen noch irgendwas übrig geblieben ist. Nein, mir ist da gerade etwas aufgefallen. Ah, ein Rätsel, gerade rechtzeitig. Ich fühlte mich schon wie ein Wackeldackel mit Nackenstarre. Wackeldackel mit Stacken, Stiernacken. Stiernacken, oh, das ist so hässlich. So. Okay, warte. So. Wir wollen ja nicht unfair werden. Ja. 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 Die beste Elf. Oh. Oh nein. Ja, schon wieder sowas. Diese Typen lieben Fußball, aber ihr Team hat so unfähige Spieler, dass sie als H10, die hoffnungslosen 10, bekannt sind. Ja, sie haben auch nur 10 Spieler. Kannst du ein Streichholz bewegen und sie in ein Team mit 11 Spielern verwandeln? Schiebe das Streichholz, um es zu bewegen und tippe es an. Gibt es eigentlich irgendwelche Sonderregelungen zu Hinweisen? Nö.
gut. Würde ich nicht sagen. Also, ich würde höchstens sagen, wir einigen uns, dass wir da beide einen Hinweis nehmen. Okay. Weil wir beide aber, nicht so weiterkommen? Ja, aber ich frage mich gerade was anderes und ich weiß nicht, ob... Ich sag's jetzt einfach mal, ich weiß nicht. Vielleicht muss man auch einfach das Haar irgendwie wegmachen. Und daraus irgendwie, keine Ahnung, die... Aber vielleicht ist es auch... Oder so. Aber vielleicht ist es ja... Also hier sind es die hoffnungslosen 10, die H10. Die beste 11. B11? Nee, oder? Also der Titel des Rätsels war ja die beste 11. Ach so. Ja, aber was könnte noch ein Team aus 11 sein? Wie viele Streich jetzt? Ein einziges. Ein einziges. Also, dann wäre es ja, dass man... Also dann kann er auf jeden Fall BF nicht finden. Aber was wäre denn noch ein Team aus 11? Das Problem ist ja, hier muss man wahrscheinlich so ein bisschen aus der Dings... das Problem ist, dass es nur ein Streichholz. Ja. Ein Team aus 11. Und das muss ja theoretisch dann auch klappen mit einer deutschen Version. Also es kann nichts sein, wo man jetzt so free wieder draus macht. Ich hab's. Ich nicht. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Man nennt mich nicht umsonst Sherl O.C. Holmes. Aber muss ich einen anderen Buchstaben bilden? Nein. Ist nur um Zahlen. Es geht nur um Zahlen, ich tatsächlich. Ich muss nur eine 11 rauskriegen. Du musst eine 11 rauskriegen im Grunde, ja. Okay, Addition, klar. Ja, 11 plus 0. Mhm. Ja, jetzt wirklich. Jetzt wirklich. Ja. Nee, aber ich habe jetzt mich auf den Buchstaben fixiert und ich habe mein 3DS gedreht und geguckt, ob man sich vielleicht, ob man irgendwas bilden könnte, wenn man irgendwie... Ah, das ist echt fies so. Da muss man echt Haufen Möglichkeiten in Betracht ziehen bei solchen Rätseln. Ja. So, saubere Leistung, Trainer. Was? 1 plus 10? Warum steht da jetzt 1 plus 10? Weil es ja nur darum geht, jetzt, dass noch einer dazukommt, nicht um die Lösung. Ach so. Nun sind es 11 Spieler im Team. Mit einem Torwart wie ihm werden sie bestimmt nicht mehr verlieren. Oh, mit, wie hieß denn der? Mario hieß der. Mhm. Bei die Kickers, oder super. Oder Müller. Was? Nein, den meine ich nicht. Müller? Nee. Neuer. Müller war, ein anderer, glaube ich. Neuer. Manuel Neuer. Ja. Und wenn du nach Hause kommst, bin ich immer noch Manuel Neuer. Ja, aber ich, tut mir leid, ich kenne mich nicht mit Fußball. Nee, ist ja nicht schlimm, aber ja. Mario ist dieser von den Superkickers. Okay. Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch noch Inazuma 11, ist auch von Level 5, daher bestimmt das Rätsel. So, mit einem Tor, aber denke daran, dass sie auch keine Tore schießen können und daher wohl auch nicht gewinnen werden. Oh. Ja, ich wechsle, ja, ich wollte halt noch vorlesen. Ja, ich sag's nur. Okay. Blablabla, hinzugefügt. Das war ein anständiges Rätsel, hat sich gelohnt. Und jetzt, wo ist sie hin, diese Locke? Chef, wann wurdest du das letzte Mal gebürstet? Oh, möchtest du mal? Ich hab gar nicht hingeschaut. Keine Angst, Sherl. Ich bürste dich später ordentlich. Ich kann diesen Satz nicht beenden. Ja, und Booker wird dann auch auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Ich bürste dich später. Das kann ich in der Stimme einfach nicht. Keine Angst, Sherl. Ich bürste dich später ordentlich durch. Danke, Nadelstreifen. Das klingt so... Was denn? Ganz schlimm.
So völlig hintergedankenlos.